Hallo Leute, ciao von Andrea Unger. Heute will ich mal über historical data reden. Es gibt manchmal Fragen und die Fragen lauten, wie weit zurück brauche ich Daten, damit ich meine Strategien testen kann und damit die Ergebnisse gut genug sind, um zu schätzen, was morgen und übermorgen passieren kann. Okay, ich würde sagen, das ist unterschiedlich und es unterscheidet auf die Märkte, die wir handeln wollen. Wollen wir Index-Futures handeln, wie zum Beispiel DAX-Future, dann würde ich sagen, dass Daten, die zum Beispiel in 2012 starten, nicht gut genug sind, weil diese Märkte, nicht nur ab 2012, sondern auch ab 2019, diese Märkte waren in einem Uptrend einfach und die Bewegungen waren also irgendwie, sagen wir, auf diesen Uptrend aufgebildet. Und das bedeutet, dass wir kein Szenario haben, was passieren kann, wenn die Märkte echt länger nach unten fallen. In dem Fall würde ich empfehlen, Daten mindestens ab 2007 oder 2006 zu haben, damit wir auch die schlechte Periode, die alle wissen, in 2008 stattgefunden haben und dass wir sehen, wie unsere Ansätze in jene Periode funktionieren. Es gab natürlich auch schlechtere Perioden in 2001 und 2002, das wissen wir auch. Und wenn man jene Daten auch hat, das ist natürlich gut. Aber ich würde sagen, dass automatisierter Handel in jene Jahre nicht so häufig war wie heute. Und deswegen, die Bewegungen waren ein bisschen unterschiedlich. Das bedeutet nicht, dass jene Ergebnisse keinen Wert haben, sondern dass sie nicht so wichtig sind, unsere Strategien zu überprüfen, wie die Daten von 2008 sein können. Welcher Timeframe? Timeframe, ich würde sagen, wenn man auf Intraday entwickeln will, 5 Minuten ist okay. Das ist schon gut. Weniger, wer kleiner, 1 Minute oder Tickdaten, das benötigt man nicht. Nicht mindestens, wie wir Retail-Trader strukturiert sind. Wenn wir auf Tickdaten entwickeln und dann würden wir niemals die richtige Hardware-Struktur haben, damit wir dann das auch handeln können. Und das ist dann umsonst. Also mit 5 Minuten Daten haben wir schon genug Info, unsere Strategien gut zu entwickeln. Das ist wichtig. Wenn wir dann auf Commodity Futures einen Blick werfen, Gold, Crude Oil und so weiter, dort würde ich sagen, wäre es gut, ab 2010 zu arbeiten mit dem Backtest. Früher, 2008, 2009, gab es auch Daten, aber die Märkte, die elektronischen Werte waren gerade geboren, 2007, 2008 und so. Und die ersten Jahre waren nicht so sauber, wie wir da eigentlich benötigen würden. Und in jenen Jahren, die Backtests geben uns keine gute Info, um was passieren kann. Und das bedeutet, wir brauchen diese nicht. So ab 2010 ist in Ordnung. Auf Währungen, hier wäre es nicht schlecht, sogar noch zurück zu 2003 zu gehen. 2003, in jedem Fall, ab 2008, 2009 ist in Ordnung. Aber wenn man zurückgehen kann bis 2003, ist es auch nicht so schlecht, weil ich habe in diesen Märkten mehrmals Situationen gefunden, die dann nach einigen Jahren wieder stattfinden. Das heißt, es ist nicht schlecht zu sehen, wie unsere Ansätze auch in sehr weit weg Jahren funktionieren, weil es noch passieren kann, dass solche Situationen wieder stattfinden. Und in dem Fall wären wir bereits. Aber wie gesagt, wenn man diese Daten so weit zurück nicht findet, kann man natürlich mit jüngeren Daten ab 2008, 2009 oder so ruhig arbeiten. Auf Bonds ist es ungefähr wie beim Index Futures, obwohl ich nicht so viele Bonds-Trader kenne. Und was dann noch wichtig ist, ist okay, sie suchen gute, hohe Qualität in den Daten. Auf Währungen ist es natürlich wichtig, wenn sie mit Currency Futures arbeiten, okay. Auf Forex müssen Sie dann aufpassen, auf der Quelle von den Daten, weil wir wissen, das ist ein OTC-Markt und jeder Provider hat irgendwelche andere Quellen.
Es ist wichtig, mit jenen Daten zu arbeiten, die man dann vermutlich finden wird in Real-Time-Trading, damit man handeln wird, was man getestet hat. Dann, Qualität von den Daten ist wichtig. Es ist natürlich auch wichtig, wenn Sie Geld investieren in gut und Hochqualität Daten, dass Sie dann auch richtige Software nutzen, diese Daten zu testen. Das heißt, wenn wir jetzt 30.000 Euro zahlen für ein komplettes Dataset und dann mit einem kleinen Handkalkulator arbeiten, das ist natürlich ein bisschen nicht so schlau. Ich würde jetzt nicht sagen, was gut oder schlecht ist. Es gibt mehrere Software, die gut sind, aber es ist natürlich so, desto mehr auf den Daten wir investieren, auch mehr in Software müssen wir dann auch investieren, damit wir ein effektives Backtest haben, damit wir dann in Ruhe arbeiten können, wenn wir das machen werden. Ich hoffe, das hat geholfen. Sie können meinen Kanal abonnieren und andere Inhalte finden. Kommentieren Sie, wenn es Fragen gibt, werde ich froh sein zu antworten. Das war's für heute und ich wünsche Ihnen eine schöne Zeit. Bis nächstes Mal. Ciao von Andrea Ullmann.